Mein Name ist Riley Robinson und dies ist meine Geschichte. In der letzten Folge war ich mit meinem neuen Scanner unterwegs und habe versucht, so viel wie möglich über die Flora und Fauna dieses Planeten herauszufinden. Dabei zeigte sich, dass nicht jedes der Wesen mit meinem Plan einverstanden war. Bei meiner Rückkehr in die Rettungskapsel stellte ich fest, dass der Kommunikator eine Nachricht für mich gespeichert hatte. Es war ein automatischer Notruf von einer anderen Rettungskapsel mit Überlebenden der Aurora. Sie enthielt auch die Koordinaten. Ich machte mich sofort auf den Weg. Bei der Rettungskapsel angekommen, musste ich feststellen, dass ich zu spät war. Irgendetwas hatte sie angegriffen und von den Überlebenden fehlte jede Spur. Ich fand nur ein PDA mit einem Voice-Log darauf. Bei der Rückkehr zu meiner eigenen Rettungskapsel machte ich dann eine erschreckende Entdeckung. Die Lebewesen, die ich bisher angetroffen hatte, waren alle deutlich kleiner als ich. Doch ich musste dann feststellen, dass es hier auch Wesen gab, die viel, viel größer waren. Wirkt aber irgendwie friedlich. Warning. Local radiation readings suggest the Aurora's drive core has reached critical state. Quantum detonation will occur within 2 hours. Oh nein. Wenn der Kern der Aurora explodiert, wahrscheinlich die ganze Umgebung verstrahlt. Es gibt nichts, was ich tun kann. Schwimm mal zurück. Es wird dunkel. Zeit, meine Lampe auszuprobieren. Oh, Blei! Wow, Silber! Are an essential component of many habitat modules. Congratulations, Survivor. You have exceeded your weekly exercise quotient by 530 seconds. Data indicates that swimming was your favorite activity. Be sure to vary your routine for uniform muscle development. Sehr lustig. Scheint sehr viel Metalle zu geben. Noch mehr Silber. Fantastisch. Was bist denn du für einer? Au! Aua! Sagt mal. Wenigstens sind sie klein, aber ich habe euch nichts getan. Home sweet home. Oh, gefiltertes Wasser. Okay, dann gab es noch was mit dem Blasenfisch. So ein Auftriebsgerät. Wo ist es denn? Hier ist der Seegleiter. Ein Propeller wandelt Drehmoment in Schub um. Batterie, Schmierstoff, Kupfer und Titan. Das soll auf jeden Fall das nächste Ziel sein.
schau mal, was ich noch einladen kann. Feuerlöscher brauche ich nicht. Hier ist soweit alles voll. Okay. So. Ah, sehr gut. Ist, glaube ich, schlau, wenn ich was dabei habe. Falls ich nochmal angegriffen werde. Hier ist alles voll. Wenn ich mich recht erinnere, konnte der Fabrikator doch irgendeine Art von Kiste bauen, oder? Nein. Hier, wasserdichter Behälter. 4 Titan. Habe ich hier noch einen? Jawohl. Wunderbar. Schauen wir mal, ob wir ihn hier aufstellen können. Sehr gut. Okay, ja, da können wir ein bisschen was lagern. Dass wir nicht alles immer mit rumschleppen müssen. Dass ich nicht alles immer mit rumschleppen muss. Meine Gedanken sind ganz durcheinander. Das lasse ich hier. Okay. Bleibt er stehen? Ja. Gut, ganz ehrlich. Jetzt bei Tag schaue ich mir vielleicht nochmal diese Eisenviecher an. Irgendwann muss ich mich mit denen beschäftigen und besser jetzt rausfinden, ob sie gefährlich sind oder nicht. Oh, ich habe die Club schon noch nicht gescannt. Scheibenkoralle. Kenne ich auch noch nicht. Diese Korallenart hat sich daran angepasst, in der Nähe von anderen Korallen zu überleben. Keine praktische Anwendung. Okay. Oxygen. Ah. Probieren wir mal das neue Ding aus. Ah. Oh. Das war knapp. Also, wie funktioniert das nicht so? Ich will dieses Auftriebsgerät. Machen wir es nochmal. Ah, jetzt. Uah! Aha. Okay. Ich war dabei, Glubscher zu jagen. Immer ran. Tagsüber am aktivsten neigt zur Annäherung zur Flucht. In der Nacht kann er leichter beobachtet werden. Ist er essbar? Beurteilung essbar, jawohl. Immer noch diese Haiartigen, die Metall gesammelt haben da vorne. Gehe ich mal vorsichtig näher. Die Riesen sind auch wieder in der Nähe. Nicht wagt, dem nichts gelingt oder so. So lasse ich mich von dem Luftblasending hochtragen. So, der hat tatsächlich Metall dabei. Was macht er damit? Der schmeißt es dahin, der sammelt Metall. Das gibt's doch nicht. Emergency. Aha. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state in T-minus 10, Scheiße. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Scheiße! Schützt vollständig vor den Auswirkungen von Strahlung bei Land- und See- und Weltraumerkundungen. Eine notwendige Vorsichtsmaßnahme in einer verstrahlten Welt. Ich
Ich glaube, ich sollte nicht näher an die Aurora gehen, ohne dass ich diesen Anzug habe. Oh, zum Glück. Ich dachte schon, es wäre so um mich geschehen. Okay, wo war ich? Oh, was ist das? Mobile Fahrzeugstation. Klingt gut. Brauche ich wohl noch mehr Teile. Was bist du? Ein Schwebefisch. Kleiner, vorsichtiger Pflanzenfresser, der gewöhnlich in tangreichen Umgebungen vorkommt. Geladene Fußkissen. Sechs einzigartige Gliedmaßen enthalten geladene Kissen, die das umgebende Wasser ionisieren können. Der schwäbische Fisch nutzt diese Fähigkeit, um seine Position gegen die Strömung zu halten. Okay. 30 seconds. Noch eine mobile Fahrzeugstation. Zumindest ein Teil davon. Okay. Also hier waren die Riesen irgendwo unterwegs. Oh, da ist einer. Was bist denn du? Bleib da. Spatenfisch. Mittelgroßer Pflanzenfresser, der in tiefem Wasser vorkommt. Ah, weil er nach oben guckt mit dem Auge, ich verstehe. 30 seconds. In lockeren Schwärmen ergreifen trotz niedriger Geschwindigkeit notwendige Maßnahmen. Um die Raubtiere zu meiden. Das sieht ja verrückt aus. War nicht vorhin noch ein zweiter? Ja, da drüben. Da ist noch ein dritter im Hintergrund. Okay. Der hat ja ein ganzes Riff auf dem Rücken. Hallo? Hm. Erstmal wieder Luft holen. Riffrücken. Die riesige Tier ist über 30 Meter lang und gehört damit zu den Gruppen der Leviathane. Ausschließlich von planktonartigen Wasserlebewesen. Puh. Also ungefährlich für mich. Chitinpanzer. Ein dickes die Oberseite ist geschützt, das haben wir gesehen. Ist wahrscheinlich weit größerem Wachstum in der Lage als andere Pflanzenbereiche, weil alles, was groß genug ist, um seine Schale zu knacken, längst ausgestorben ist. Enzymdrüsen. Die Algendrüsen sind der Säurekapselmantis. Manatis ähnlich. Diese Organe auf der Unterseite des Riffrückens dienen einem unbekannten Zweck in ihrem Verdauungssystem und können kleine Mengen von Verdauungsenzymen abgeben. Eigenes Biotop. Ich muss mal wieder hoch. Auf dem Riffrücken wachsen verschiedene Seepocken, Pflanzen, ihre Wurzeln und alten Namen ins Zitin schlagen. Okay. Chitin heißt es, glaube ich. Oh, bin immer noch durcheinander. Trotzdem werden Riffrücken häufig von schnelleren und hungrigen Pflanzenfressern aufgesucht. Mehreren hundert Jahren Lebensspanne. Okay. Hallo Riffrücken. Was hast du denn so dabei? Schönfeilchen. Was sich mein Scanner für Namen ausdenkt. Einfache leuchtende Pflanze, die gruppenweise auf dem Meeresboden wächst. Oder auf Riffrücken. Was bist du? Kann. Oh! Tigerpflanze. Wow! Schießt sie auf mich?
ganz hoch. Oxygen. Juhu! Ich liebe dieses Werkzeug jetzt schon. Was haben wir hier noch? Boah! Doch, tatsächlich. Was bist du denn? Diese Pflanze hat sich daran angepasst, Wasserschwankungen bis zu 15 Meter Entfernung wahrzunehmen, ist sowohl greifbewährend mit ihren Röhren und zum Abschuss von Dornen in der Lage. Das haben wir gemerkt. Meiden oder außer Gefecht setzen. Schauen wir uns mal die Drüsen noch näher an. Ach, da unten sind größere Frackteile. Da sind wir vielleicht auch noch vorbei. Mich nicht versehentlich. 30 seconds. Ach, ich komme dem lieber nicht zu nahe. Oh, das ist ganz schön tief. Dieser Steinehalter Schwebe. Oh, ich kann die mitnehmen. Oh, gute Idee. Vielleicht. Was bist du? Ich kenne mich schon. Oh, aber der sieht mir zu gefährlich aus. Gibt es hier Blaupausen, die ich scannen kann? Atommüllbehälter. Ich bin fast 100 Meter unter Wasseroberfläche. Oh Scheiße! Weg hier! Ich glaube, das ist einfach zu tief für mich. Ich brauche bessere Ausrüstung. Machen wir jetzt auf den Rückweg. Tschüss, Riffrücken. Vielleicht habe ich sogar Freunde gefunden. Aber eins interessiert mich jetzt doch noch. Kann ich den Schweber vielleicht bringen oder so? Oh. So, so klappt es nicht. Vielleicht so? Nee. Halt! Ich will dich scannen! Ich tu dir nichts, ich esse dich höchstens. Puh. Lupscher. Schneller Beutefisch. Habe ich nicht noch einen in der Tasche? Hier, verrottend. Hier lieber ein paar frische. Jupp. Dankeschön. Jawohl. Oxygen. Ich muss sagen, so langsam beginne ich mich hier wohl zu fühlen. Trotzdem mal eine Pause. Ich leg mich ein bisschen aufs Ohr. Und dann sehen wir weiter. So. Metallschrott können wir hier drin lagern. Medizin, sehr schön. Dann haben wir schnell was zu essen. Fische sind nicht ganz so nahrhaft, aber Kleinvieh macht auch Mist. Und desinfiziert das Wasser. Viel Wasser. So. Oh. Wollen wir ein bisschen die Augen zumachen.